schaue ich mal, dass die Technik soweit auch bereit ist. So, Aufzeichnung läuft. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Ja, eine spannende Woche, viele Themen. Brexit, heute Abend Fed, Berichtssaison, Apple gestern Abend. Also einiges, worüber wir sprechen können. Bevor wir, beziehungsweise bevor ich den Bildschirm an den Jens übergebe, natürlich trotzdem einmal den Risikohinweis. Das Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen, dient nur zu Schulungszwecken. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FXWett oder CapTrader sein. Ja? Gut, Jens, dann den Bildschirm kriegst du jetzt und wünsche viel Spaß und ich bin gespannt auf deine Ausführungen morgen heute. So, ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Vielen Dank an Nelson für die nette Einführung. Und ja, wir wollen uns ja, da wie gewohnt eigentlich einen Blick auf die Märkte gönnen. Ich habe jetzt hier auch nochmal eine Slide vorbereitet. Morning Meeting, wir werden das ergänzen mit einem kleinen Live-Trading-Einschub, den wir relativ in Anführungsstrich trivial halten. Das ist eine simple Basisstrategie, die aber relativ gut oder anhand welcher sich dann relativ gut andere Dinge eben illustrieren lassen, trading-technisch und dergleichen. Also wie könnte man zum Beispiel jetzt daraus Rückschlüsse ziehen auf eventuelle Verlustphasen? Wie kann man sich dann mental darauf vorbereiten und dergleichen? Das wollen wir an der Stelle mit einfließen lassen. In den letzten Tagen hat die Basisstrategie übrigens jetzt nicht so prall funktioniert, um es mal nett zu formulieren. Das war dann immer so dieses Motto, wir täuschen auf der einen Seite an und gehen auf der anderen Seite aus der Range raus, was dann jedes Mal in einem entsprechenden Verlusttrade resultiert hat. Hoffen wir heute, dass es ein bisschen besser eben tatsächlich läuft. Aus Gewohnheit, aber auch weil ich generell da einen großen Wert drauf lege, habe ich auch einen Risikohinweis. Ist allerdings jetzt nichts, steht nichts drin, was nicht der Nelson gerade eben tatsächlich schon gesagt hat. Die Folie, die mir natürlich wieder besonders am Herzen liegt hier, diese kleine Promofolie zum Buch. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt einige sehr, sehr nette Rezensionen bereits erhalten, auch Feedbacks per E-Mail erhalten zum Buch, das am 3.12. erschienen ist. Also das wird jetzt nächste Woche, ja, doch nächste Woche ist es, wird es dann 2 Monate alt. Ja, wie bis jetzt, wie gesagt, das ist das Feedback super gut. Wer Informationen zum Buch wünscht, bevor er vielleicht das Buch dann bei Amazon kauft oder dergleichen. Ich habe eine Website für das Buch aufgesetzt, trader-dasbuch.de. Da findet man einige Möglichkeiten, die im Buch kommunizierten Inhalte dann auch gleich in der Praxis anzuwenden. Also zum Beispiel Monte-Carlo-Simulationen, da können wir gleich auch durchaus mal draufklicken und dann kann ich das mal zeigen, wie das im Zusammenhang mit dieser jetzt hier vorgestellten Strategie ablaufen könnte, welche Rückschlüsse man ziehen kann. Man kann sich aber eben auch, und ich glaube, das ist vielleicht dann auch ein bisschen sehr Eigenlob an der Stelle, das Kapitel, glaube ich, zur Trading-Psychologie, das ist relativ gut gelungen. Ja, und ich habe das tatsächlich dann auch noch ergänzt, auch auf dieser Webseite mit einem Trading-psychologischen Profil, was man sich dort eben runterladen kann, wo man dann 25 Fragen, wenn ich jetzt mich recht entsinne, oder 26 sind, beantworten kann, um dann eben sich selber vielleicht auch so ein bisschen besser kennenzulernen und das mit in sein Trading mit einfließen lassen kann. Ich glaube, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. So, das soll es aber an der Stelle auch schon dann in diesem Zusammenhang gewesen sein. Ich switche gleich mal hier rüber, zack, zum DAX, um dann gleich hier die Basisstrategie in Form einer Order auf den Weg zu bringen. Also, wir haben zwar, also die Order, die wird erst in den Markt gegeben, um 9:05 Uhr, dafür müsste diese Kerze jetzt abschließen, aber das ist dann in 30 Sekunden der Fall. Und so wie es aktuell ausschaut, wird das erstmal jetzt eine Long Order sein. Wir gucken mal eben, wo das hoch hier liegt. Das ist die 2:15 Uhr, 11:15 Uhr. Der Stop liegt hier unten am unteren Ende der Range. Das ist die 83, Fixed Price 11:183 Uhr. Und dann gebe ich die Order erstmal jetzt einen Augenblick in den Markt. So, und dann fehlt noch auf der Oberseite Take Profit. Das könnte man oder hätte man jetzt auch schon gerade eingeben können. Ich will es aber an dieser Stelle dann über diese Funktion hier machen, nämlich dass man da nochmal draufklickt, dann kann man nämlich sehen über dieses
Add-on hier, was man sich eben runterladen kann, kostenlos auf der Webseite, glaube ich, auch von FX Flat ist das verfügbar. Das ist so ein Paket. Das ist jetzt nicht nur das Mini-Terminal, aber das ist das von mir favorisierte Tool eben im diskretionären Bereich dann, was dann die Möglichkeit eben bietet, über das, was der MetaTrader standardmäßig zur Verfügung stellt, eben seine Orders noch entsprechend zu modifizieren. Es sind auch, glaube ich, noch andere Order-Ausführungsarten verfügbar, OCO-Orders beispielsweise, nur mal als Beispiel zu nennen. Aber zurück zu dem hier, also wenn man da draufklickt, eben auf diesen einen Tab, dann kann man hier nachträglich den Take Profit eben eingeben. Und dieser Take Profit, wir haben dann hier einen Fixed Price, dieser Take Profit, der ist in der Distanz von 2 R, ist der wegzusetzen. Das sind 2 R und ein R entspricht der Differenz vom Einstiegskurs zum Stop-Level. Da müssen wir also hier von 2,15 bis 1,83 müssen wir die Differenz ausrechnen. Das sind 32 Punkte. Das heißt also 2 R, wenn das ein R ist, dann sind 2 R folglich 2 mal 32, also 64 Punkte. Und diese 64 Punkte, die setze ich eben dann entsprechend hier oben auf den Einstieg bei einer Kauforder dran, beziehungsweise würde ihn nach unten setzen, wenn es eine Sell-Order wäre. Und dann sind wir bei 11,279. So, dann Set Take Profit und taucht entsprechend dann hier, zack, machen wir das wieder zu, taucht er dann da oben auf. Und ja, nunmehr, und jetzt wird es tatsächlich schon langweilig, dann können wir uns dem Morning Meeting widmen. Das war's. Also mehr gibt es tatsächlich in diesem Zusammenhang ja nicht zu tun. Das ist auch genau das, was ich zum Beispiel in dem Buch beschreibe. Trading oder das Ziel des Buches ist in der Tat, das Trading grundsätzlich so langweilig wie möglich, aber dennoch so profitabel wie eben irgend möglich zu gestalten. Und das ist eben genau das, was viele tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, vielleicht so ein bisschen unterschätzen auch, wenn sie sich dann mit der Materie Trading auseinandersetzen. Das ist ganz interessant, wenn man mit Leuten spricht zum Thema Trading und auch der Motivation, warum sie Trader werden wollen, dass man dann fragt, sag mal, was ist der Grund, warum willst du Trader werden? Und dann spricht man vielleicht mit einem Angestellten. Es kommen natürlich auch mal Unternehmer, Selbstständige, die sagen, ich habe jetzt meinen Schnitt gemacht und ich möchte einfach auf die letzten Jahre in Anführungsstrichen, in den Lebensabend hinein einfach ein bisschen kürzer treten, ein bisschen ruhiger werden, von zu Hause aus arbeiten. Trading bietet sich da ja super an. Ich kann dann da entsprechend mein Trading eben von zu Hause vom Rechner aus fahren, bin von nichts und niemandem mehr abhängig, muss nicht ins Büro, muss nicht Leute managen oder dergleichen. Oder eben als Angestellter, dass man dann sagt, naja, meine Motivation ist eigentlich so die, ich will endlich Action haben. Also ich will selbstbestimmt sein, und ich brauche was mich kitzelt. Ja, das ist einfach zu langweilig. Morgens 9 to 5, du fährst zur Arbeit, sitzt dann da rum, hast irgendwie deinen Stiefel abzuarbeiten. Irgendwann wirst du mal mit einem Projekt vielleicht betraut, vielleicht auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht so wirklich das, was einfach tatsächlich kitzelt. Und beide Herangehensweisen sind aus verschiedenen Gründen in der Tat tatsächlich im Zusammenhang mit Trading extrem schwierig. Also in Bezug eben auf die Langeweile ist es so, was damit gemeint ist, ist im Kern, Trading ist tatsächlich eine Möglichkeit, sehr flexibel zu agieren. Also das heißt, ich bin mein eigener Herr und ich entscheide darüber, wann gehe ich long, wann gehe ich short. Nichtsdestotrotz erfordert eben Trading ein enormes Maß an Disziplin. Und diese Disziplin beinhaltet im Kern das Ablaufen eines vorher ganz klar definierten Plans, den ich mir geschrieben habe. Das ist aber komplett das Gegenteil eigentlich von dem, wo die Leute eigentlich hinwollen. Die wollen eigentlich frei sein und in Wirklichkeit bedeutet Trading oder Profitabilität dann auch langfristig im Trading eine unfassbare Selbstgeißelung, die weit über das Maß hinausgeht, wie man beispielsweise als Angestellter gegeißelt wird, wenn man eben tatsächlich dann einen entsprechenden Stiefel abarbeitet für eine Firma oder einen Chef oder sonst dergleichen. Im Falle von Unternehmern oder Selbstständigen ist das auch meistens so. Besonders erfolgreiche Unternehmer, erfahrungsgemäß ist das so, die haben ab und an aus absolut gerechtfertigten Gründen, muss man sagen. Und übrigens, während ich hier rede, will ich auch gleich schon mal parallel dazu hier einen Sell-Stop reinbringen. Ich werde gleich erklären, warum. Dann werden wir nämlich den Buy-Stop löschen. Unsere Referenz hier in dem Zusammenhang ist nämlich diese blaufarbene Linie, dieser gleitende Durchschnitt, der da durchläuft. Und das ist der Exponential Moving Average 50. Und die Herangehensweise ist relativ simpel. Die sagt nämlich, sobald wir drüber handeln, traden wir nur Ausbrüche auf der Oberseite und sobald wir drunter handeln, sobald wir drunter handeln, handeln wir nur Ausbrüche auf der Unterseite. So, die Order kann ich jetzt auch platzieren.
So, und der By-Stop, der wird jetzt erstmal gelöscht. So, Delete. Und dann schauen wir mal, ob da gleich der Break erfolgt. Auch hier geben wir wieder auf diesem Weg jetzt den Take Profit ein. Wir hatten gesagt, das sind 32 Punkte. Bleibt doch unten natürlich gleich, nur dass wir jetzt von der 83 die 64 Punkte dann abziehen. So kann man es übrigens auch eingeben. 64, muss ich nicht den Kurs eingeben. So, Set Take Profit. Dann taucht der da unten auch entsprechend auf. So, also nochmal zusammen, zurück zu den Unternehmern. Also das ist gemeinhin so, dass die ein sehr stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, relativ großes Ego auch tatsächlich haben und es wahrscheinlich auch müssen in so einer Führungsposition. Du brauchst ein großes Selbstbewusstsein in der Tat. Das brauchst du beim Trading selbstverständlich auch. Nichtsdestotrotz kommt es nicht selten vor, dass diese Menschen dann ein Problem mit einem Nein haben. Und wie definiert sich ein Nein am Markt beim Trading? Ein Nein ist ein Trade, der eben ausgestoppt wird oder der droht ausgestoppt zu werden. Also da sind wir dann relativ zügig bei etwas. Das könnte man als das Verwenden eines sogenannten Alibi-Stops oder Schatten-Stops eben bezeichnet werden. Sprich, das ist dann etwas, wo ich eben sage, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein festgelegtes Stop-Loss-Level da oben. Ja? Und jetzt gehen wir davon aus, der Trade wird gleich getriggert, läuft vielleicht ein paar Punkte für mich und dann dreht er. Und droht ausgestoppt zu werden, dann kommt es meistens nicht selten vor. Es gibt dann die Herangehensweise, dass eben dieser Stop verzogen wird und dass gesagt wird, naja, ich bin aber sicher, dass der Markt short ist und ich will jetzt hier irgendwie jetzt nicht aus dem Trade ausgestoppt werden. Ich nehme den Stop mal raus oder ich ziehe ihn weit genug weg, dass er nicht ausgestoppt wird. Ich gebe dem Markt ein bisschen Luft zum Atmen. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das mir relativ häufig, wie gesagt, bei erfolgreichen Unternehmern untergekommen ist, die einfach dieses Nein nicht akzeptieren können. Ganz zu schweigen eben auch davon, dass auch hier, obwohl, naja, das muss man, naja, das, nee, das kann man so eigentlich nicht sagen. Also, dass die nicht in der Lage wären, einem vorgefertigten Plan zu folgen, das ist normalerweise eigentlich bei besonders erfolgreichen Menschen ist das nicht selten der Fall, dass die damit gar kein Problem haben, einen vorher festgelegten Plan erstmal zu formulieren und diesem Plan dann auch zu folgen, aber nichtsdestotrotz doch dann unterm Strich ab und an dann doch nicht bereit sind, den eventuell entstehenden Verlust akzeptieren wollen. Das ist übrigens auch ein Gedanke, den ich aufgegriffen habe. Der ist nicht von mir, muss ich auch dazu sagen, sondern den habe ich von einem oder aus einem Buch. Das gibt es aber leider meines Wissens nach nur in englischer Sprache und zwar von einem gewissen Mark Douglas. Das heißt Trading in the Zone. Und er hat einen sehr, sehr interessanten Gedanken formuliert hinsichtlich nämlich der wirklichen Verantwortungsübernahme. Das ist mal ganz interessant, wenn man jetzt jemanden fragt und sagt, würdest du sagen, dass du volle Verantwortung für dein Handeln übernimmst? Und das beinhaltet ja dann zum Beispiel auch, dass wenn ich jetzt in den Trade eingestoppt werde, stehe ich im Risiko und dass ich dann sage, ich bin bereit, diesen Betrag auf jeden Fall zu verlieren und ich bin auch bereit dafür, die volle Verantwortung zu übernehmen. Wenn man sich jetzt mal dann währenddessen oder nicht nur währenddessen, sondern auch danach und der Trade wird wirklich ausgestoppt, das nochmal reflektiert, dann würde ich mal sagen, man stellt sich die Frage, und wie hast du dich jetzt dabei gefühlt? Und dann sagt man, naja, so richtig wohl fühle ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ich bin jetzt ausgestoppt worden aus dem Trade und ja, ich bin bereit oder war bereit, den Betrag zu verlieren. Und es ist jetzt auch kein, ich nenne es mal Game Changer oder Life Changer, also lebensverändernd. Aber es ist trotzdem so, ich fühle mich unwohl. Also irgendwie ist da so eine, ich nenne sie mal mentale Imbalance, ein mentales Ungleichgewicht. Und das ist eine ganz interessante Aussage, weil es nämlich eigentlich unterm Strich ganz klar zeigt, dass eben keine volle Verantwortung für dieses Handeln übernommen wurde. Denn tatsächlich ist mit das Übernehmen von Verantwortung nichts anderes gleich oder zu verstehen oder darunter nichts anderes zu verstehen, als eben die Tatsache, dass man bereit ist, eben auch in Wahrscheinlichkeiten zu denken und in diesem Zusammenhang bereit ist zu akzeptieren, verstanden hat, auch in dem Bereich, man nennt das dann aus der Psychologie, unbewusst kompetent ist, nämlich dass eine Trefferwahrscheinlichkeit, sagen wir mal, von 50% bedeutet, dass ich auch in 50% der Fälle schief liegen kann. Und wenn man jetzt einen Trade eingeht, der dann ausgestoppt wird mit einer Trefferquote von 50% und sich dabei unwohl fühlt, dann spricht das im Grunde genommen relativ deutliche Sprache. Dann sagt das nämlich, du bist den Trade zwar eingegangen und du warst auch sicherlich bereit, dieses Risiko für diesen Trade einzugehen, aber du bist vorher schon mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass der Trade auf jeden Fall ein Gewinner sein wird. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass natürlich dann die resultierende Enttäuschung bedeutet, dass du nicht bereit warst zu akzeptieren, dass der Trade auch ein Verlierer sein kann, was natürlich damit
einhergeht tatsächlich. Und das sind sehr, sehr interessante mentale Aspekte, die da eben tatsächlich beginnen, eine Rolle zu spielen und die eben sich auch dann schon, wie gesagt, bei der Motivation, warum man eben traden möchte, eben entsprechend wiederfinden. So, Trade ist jetzt short getriggert worden. Ich hatte gerade, wie gesagt, ja schon jetzt gesagt, warum wir jetzt short sind, nachdem wir initial die Long Order eingegeben hatten. Da kommt es, wie gesagt, darauf an, wie schließt die 5-Minuten-Kerze in Relation zum EMA. Also initial war es eben eine Buy Order. Ich zoome da jetzt mal rein kurz. So, dann kann man das ganz, ganz konkret sehen. Ja, wir haben leicht, wenn auch nur, aber oberhalb des EMAs geschlossen. Das heißt, wir geben einen Buy-Stop ein. Das heißt, wir handeln nur Ausbrüche auf der Oberseite. So ist dann zu erklären, warum es initial ein Buy-Stop war. Dann kommt die nächste 5-Minuten-Kerze. War jetzt nicht mega dynamisch, aber sie schließt zumindest dann unterhalb des EMAs. Und genau das führt dazu, dass wir von der oder aus dem Buy-Stop einen Sell-Stop machen. Und so dann eben entsprechend wieder nur Ausbrüche aus der Oberseite eben traden. Und tatsächlich wechselt dieses Spiel Buy-Stop, Sell-Stop, Buy-Stop, Sell-Stop abhängig davon, wie wir eben entsprechend hier schließen und solange wir innerhalb dieser Range eben uns befinden. Und dann, ja, früher oder später kommt der Ausbruch oder er kommt auch nicht, auch solche Handelstage gibt es. Und dann ist es eben entsprechend so, dass wie dann jetzt in dem Fall die Short-Seite eben entsprechend getriggert wird. Frage, welcher EMA war es nochmal? Das ist der 50er EMA auf 5-Minuten-Basis. Ich habe mit der Zeit mal festgestellt, die Frage wird nämlich jetzt logischerweise kommen, warum denn 50er EMA? Ich habe mal festgestellt, dass der interessanterweise eine unheimliche Signifikanz zu haben scheint. Und sehr häufig als wandelnder Unterstützung, als wandelnde Unterstützung beziehungsweise wandelnder Widerstand akzeptiert wird seitens des Marktes. Also das kann sich früher oder später sicherlich mal ändern. Aber was ich damit meine ist, wenn der Markt mal begonnen hat, eine klare Tendenz einzuschlagen, das hat man jetzt zum Beispiel auch gestern gesehen. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, aber immer noch aussagekräftig genug. Wir haben zum Beispiel initial gestern zunächst einmal Abschläge gesehen im DAX. Wir sind aus der Open Range hier auf der Unterseite ausgebrochen. Das war das, was ich gerade auch meinte mit, ist parallel, ich muss mal kurz was schauen. Okay. So, das sieht gut aus. Und zwar ist es so gewesen, nämlich, dass ich hier dann einen Short Trade getriggert hatte. Das klassische Setup, was wir gerade auch hatten. Hier ist die untere Range-Begrenzung. Das ist die dünne rote Linie. Dann kommt der Bruch aus der Unterseite. Der wird short gehandelt, weil wir unterhalb des EMAs traden. Und dann dreht der Markt eben entsprechend. Ich bin allerdings mittlerweile dann so geduldig geworden mit der Zeit, das hat tatsächlich auch einige Jahre tatsächlich gedauert, eben jetzt nicht hier darauf dann zu spekulieren, dass es das auf der Unterseite so schon war, sondern als Referenz hier dann diesen EMA heranzuziehen und zu sagen, ich bin eigentlich erst für den Tag long, sollten wir dann hier entsprechend diesen 50er EMA zurückerobern. Das ist dann auch geschehen. Wir haben dann auch in der Folge hier neue Tageshochs markiert. Und jetzt passiert was Interessantes. Der DAX hat dann nämlich bis zumindest mal Nachmittag zur US-Eröffnung begonnen, eine Struktur steigender Hochs und steigender Tiefs auszubilden. Und das Faszinierende, finde ich, gestern wieder mal war, dass er den EMA als Unterstützung akzeptiert hat. Also es ist nicht immer punktgenau. Das gibt mal Bereiche, da überschießen wir ein bisschen, dann drehen wir auch ein bisschen früher wieder ab oder wieder auf, je nachdem. Aber alles in allem ist das eigentlich eine relativ gute Orientierung. Und diesen Filter, den nutze ich eben einerseits, um den Vorteil zu identifizieren für die Ausbrüche aus der Range, aber auch, um mich dann im Laufe des Tages im Markt selber intraday zu orientieren. Also das bedeutet etwas anders formuliert, ich nutze den eben auch für bestehende Positionen dann zum Beispiel, um eben zu entscheiden, ob jetzt ein aggressiveres Stop-Management vielleicht sinnvoll wird. Ja, also es gibt ja Handelsansätze, jetzt mal anders gesprochen, es gibt ja Handelsansätze, die zum Beispiel eine sogenannte Make-or-Break-Komponente haben. Ja, also Make-or-Break bedeutet, ich habe ein vorgefertigtes Take-Profit-Level, ich habe ein vorgefertigtes Stop-Level, so wie jetzt hier zum Beispiel, und ich fasse den jetzt einfach nicht mehr an. Und jetzt gucke ich einfach, was mit dem Trade passiert. Sollte er bis heute Abend, ich glaube 21.50 Uhr, ja, 21.50 Uhr, ich habe auch, man kann ein bisschen näher an den Schluss gehen, also man kann auch 21.55 Uhr wählen, das macht den Kohl unterm Strich nicht wirklich fett aus erwartungswerttechnischer Sicht, aber es ist eben so, dass man dann sagt, hat er weder Stop noch Take-Profit-Level bis dato erreicht, nehme ich den Trade raus. Aber alles in allem ist der Ansatz eigentlich so aufgebaut, dass er sagt, Make or Break, also entweder Stop oder Take-Profit. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich die Möglichkeit, in solche Basisstrategien zu intervenieren. Man kann sagen, diskretionär zu intervenieren. Das heißt, ich würde dann eben von der Basisstrategie dahingehend abweichen, dass ich eben sage, ich werde jetzt mit meinem Stop aggressiver, nehme einen Gewinn vielleicht, ich nenne es jetzt mal vorschnell mit. Also das bedeutet, wenn ich jetzt hier auf der Unterseite stärkere Dynamik sehe und der Markt erreicht aber vielleicht nur den Bereich um 11.000
130 Punkte. Da sind wir ungefähr 10 Punkte vom Take-Profit-Level eben weg. Und dann ist es natürlich so, dass ich dann vermeiden möchte, dass wenn der Markt hier 10 Punkte weg ist und durch irgendeine Meldung, weiß ich nicht, QE-Ankündigung von einer Notenbank oder was auch immer, dass der Markt zu einem scharfen Reversal dann im Fall eines Short-Trades ansetzt und mich dann im Laufe des Tages noch ausstoppt. Das ist alles andere als optimal und macht auch übrigens aus mentaler Sicht natürlich etwas mit mir. Wenn ich sehe, dass der Trade schon mehr als ein R an der Stelle dann für mich gelaufen ist. Und um eben die Schwankungen in der Kapitalkurve und den maximalen Drawdown, der mir entstehen kann, um den möglichst klein zu halten, um die Kapitalkurve zu glätten, kann es eben sinnvoll sein, dann mit dem Stop aggressiver zu agieren. Und dann wäre es jetzt zum Beispiel in dieser Konstellation so, mal angenommen, wir driften jetzt hier so abwärts und der EMA orientiert sich immer weiter nach unten. Nehmen wir mal das Beispiel vielleicht von gestern oder nein, wir machen mal was anderes. Ich gucke mal, ob es ein cooleres Beispiel gibt. Eins, mit dem man hier. Das ist doch ein schönes Beispiel. Das passt doch eigentlich viel besser. Das ist zwar die Long-Seite, aber nichtsdestotrotz. Hier ist zum Beispiel der Ausbruch auf der Long-Seite getradet worden. Ne? Wir handeln oberhalb dieses 50er EMAs und wir haben hier den Ausbruch auf der Oberseite. Das ist jetzt der 25. gewesen, also sprich, das war letzte Woche, kurz mal rechnen. Ja, das war letzte Woche Freitag war das, genau. Also da kommt der Ausbruch eben hier auf der Oberseite zustande. Da wird ein Long Trade getriggert nach diesem Setup. Hier lag der initiale Stop und dann fängt der Markt an, tatsächlich zu trenden. Er verteidigt den gesamten Tag über den 50er EMA und läuft dann eben entsprechend hier, toppt im Bereich so ungefähr um 11.300, 320 Punkte. Und dann passiert etwas, dann kommt es dazu, dass der Markt eben hier an diesen EMA ranläuft, ihn zunächst auch noch respektiert oder akzeptiert als Unterstützung und dann in den Abend hinein, also als das Marktumfeld auch relativ dünn wird, in den Wochenschluss hinein dann unter den fällt. Spätestens in diesem Moment hier ist das ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, darüber nachzudenken, über einen Gewinnmitnahme nachzudenken oder zumindest einen Teil des aufgelaufenen Gewinns bis dahin auszuskalieren, weil der Markt eben für den Tag den Vorteil offensichtlich jetzt dreht, auch wenn die Signifikanz natürlich in Frage zu stellen ist, aber als Orientierung hilft das ganz gut. Ich kann das übrigens auch deswegen ganz gut berichten, weil ich diesen Trade gemacht habe. Also bedeutet, ich war am vergangenen Freitag long und ich habe tatsächlich in diesem Bereich mit Unterschreiten hier oder Rücklauf unter den 50er EMA, nämlich ausgehend davon dann den Gewinn mitgenommen und unterm Strich, ja, am Ende des Handelstages wäre es so gewesen, Take Profit ist nicht erreicht worden. Ist nicht erreicht worden. Heißt also, dann wird der Trade eben rausgenommen, 21.50 Uhr, 21.55 Uhr, 21.58 Uhr, je nachdem. Und dann ist es so gewesen, mein Ausstieg aus dem Trade war der Bereich um 2,80 ungefähr, also hier oben. Ja, ich habe also nicht ganz die Hochs verkauft, das ist sowieso selten der Fall, aber ich habe immer noch einen attraktiven Profit für den Tag generieren können, bei ja 2,80 mit dem Ausstieg. Und dann ist um 22 Uhr, das war eben hier der Fall, um ungefähr 2,50 der Ausstieg aus der Position gewesen. Man kann erkennen, dass ich 30 Punkte besser als zur Basisstrategie performt habe, weil der Einstieg in die Position erfolgte ja hier auf der 2,45 und der Ausstieg dann um 22 Uhr oder beziehungsweise kurz vor 22 Uhr, kurz vor dem Wochenende, erfolgte eben etwa bei 2,50, 2,55, also 5 bis 10 Punkte Profit, während ich auf den Trade einen Profit von 35 Punkten gemacht habe. Und das ist das, was ich mit der Optimierung des Erwartungswertes meine. Also die Basisstrategie hätte zwar immer noch einen Profit generiert, aber durch mein Intervenieren ist dieser Profit eben größer geworden. Und ich habe es, wie gesagt, verhältnismäßig einfach gehalten und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass das keine sehr schlechte Herangehensweise, ganz im Gegenteil, sondern sehr gute, sehr effektive ist, eben den 50er immer hier als Orientierung einfach zu nutzen. Das halt ergänzend noch dazu. Es ist nicht nur einfach ein gleitender Durchschnitt, den ich mir hier irgendwie in den Chart reinlege, den ich dann über einen Backtest in irgendeiner Form optimiert habe und wo ich festgestellt habe, damit performt das System am besten, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass ich den aus ziemlich langer Zeit Erfahrung über die Jahre hinweg als interessante gleitende Durchschnittsunterstützung beziehungsweise Widerstandsregion in trendenden Märkten, Seitwärtsmärkten, erfahrungsgemäß funktionieren immer sein Ganze gar nicht, aber habe ich das einfach identifiziert und habe dann diese Basisstrategie mit dieser Beobachtung eben laufen lassen und festgestellt, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also das ist die Geschichte dahinter, wie ich auf den EMA eben tatsächlich gekommen bin. Und das also einfach nur mal zur trading-technischen Theorie. Ja, also jetzt in dem Zusammenhang, wie man den DAX dann eben entsprechend
handeln könnte, wie ich ihn sehr, sehr gerne eben tatsächlich handle. Und alles Weitere wird jetzt eben der Markt tatsächlich geben. Also da lasse ich mich auch entsprechend vom Markt tatsächlich führen. Ich will jetzt in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ergänzen, bevor wir dann aber auf die markttechnische Betrachtung auch kommen. Also markttechnisch im Sinne von, was ist gestern eigentlich passiert? Apple, eigentlich so phänomenal war das jetzt nicht, weil das, was dort gestern verkündet worden ist, besonders der Umsatzeinbruch in China beispielsweise, ich glaube um 27%, der wurde ja von Tim Cook, dem CEO von Apple, bereits angekündigt. Schon meines Wissens nach vor Weihnachten war das. Ich bin die Zeit so ein bisschen durcheinander, aber ich glaube ja, das ist schon relativ lange bekannt gewesen auf jeden Fall, dass es dort wahrscheinlich zu einem Ergebnis reicht, welches immer noch ein Ergebnis ist, von dem viele Konzerne, Unternehmen, auch Großunternehmen träumen, aber was eben für Apple-Verhältnisse nicht ganz so phänomenal gut war. Aber bevor wir dazu kommen, will ich noch mal ganz kurz, weil ich es auch gerade angekündigt hatte, zu der Webseite für das Buch kommen und hier dann auf diese Monte Carlo Simulation. Also was vielleicht ganz interessant wird in dem Zusammenhang ist ja, und ich mache das nicht bewusst so leicht, sondern mein Trading sieht wirklich so aus. Es ist verhältnismäßig unspektakulär. Es ist wirklich so langweilig. Also ich sitze nicht die ganze Zeit vorm Rechner, sondern ich habe einfach ganz klar formulierte Ein- und Ausstiegsniveaus und gehe dann entsprechend die Trades ein. Das, was ich diskretionär interveniere, muss ich aber auch erstmal entwickeln. Also das heißt etwas anders formuliert. Ich habe auch in der Zwischenzeit andere Sachen zu tun, in Anführungsstrichen, beziehungsweise konzentriere mich auch auf andere Sachen, dass ich eben nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm glotze, jetzt mal ganz plump gesprochen, eben auch um das Risiko zu minimieren, dass ich nicht sogenannten kognitiven Verzerrungen unterliege. Ja, die habe ich zwar bei mir ganz gut im Griff oder über die Jahre in den Griff bekommen, aber dennoch ist es eben so, dass man aus ganz menschlicher Natur denen immer wieder und immer wieder natürlich unterliegt. Und ja, in dem Zusammenhang ist es eben so, dass mein Trading dann mehr und mehr sehr, ich möchte schon fast sagen, quantitativ geworden ist eben, auch wenn ich eben so diskretionäre Interventionen mit einpflege. Und das spiegelt sich dann auch eben entsprechend in anderer Hinsicht wieder, wo ich dann versuche, noch etwas mehr für meine mentale Stabilität zu tun. Und da kommt dann der Bereich Monte Carlo Simulation eben tatsächlich ins Spiel. Eine Kernthese des Buchs ist übrigens, dass ich sage, einer der Hauptgründe, warum unterm Strich, auch wenn die These relativ offensiv anmutet, aber nichtsdestotrotz sich durchaus belegen lässt. Ich habe gesagt 90, 90, 90. 90% der Trader verlieren 90% ihres Geldes in 90 Tagen. Das mutet im ersten Moment relativ offensiv an, ist aber sehr nah an der Wahrheit. Das wissen wir spätestens nach den jetzt nötig gewordenen oder, wie soll man sagen, seitens Regulierer auferlegten Maßgabe für Broker eben zu zeigen, wie viele ihrer Trader profitabel sind. Und da sind wir dann eben tatsächlich im Bereich um die 80%. Ja, also mit den 90% liege ich ganz offensichtlich nicht ganz so verkehrt. Und nun ist eben die These des Buches, dass ich sage, ein Hauptgrund dafür findet sich in der Tatsache, dass eben die meisten über keine nachweislich profitable Handelsstrategie verfügen. Jetzt ist das Interessante also, oh ja, das ist aber jetzt nicht so optimal. Und zwar ist es da nämlich dann so. Ha, na gut. Dass eben mit dem Wissen, was ich tue und dem Wissen um das Handeln einer profitablen Handelsstrategie, dass nämlich damit tatsächlich eben einhergeht, dass ich auch solche Simulationen fahren kann. Und demnach dann, auch wenn es eben nur ein simuliertes Ergebnis ist, aber eine relativ gute Idee davon bekomme, wie lange könnten eigentlich Drawdowns anhalten, wie lange könnten Verlustserien anhalten im Trading. Und da spielen dann eben diese Monte-Carlo-Simulationen eine relativ gute Rolle. Und was man hier machen kann, ist verhältnismäßig einfach, man kann sein Startkapital in diesen Rechner hier eingeben. Also man muss das nicht selber in Excel oder dergleichen programmieren, sondern man kann das eben einfach über diese Webseite machen. Man gibt sein Startkapital ein, man hat eine Anzahl von Trades. Jetzt ist es so, dass man zum Beispiel im Falle dieses Open Range Systems davon ausgehen darf, dass wir ein Trade pro Tag haben. Bei 250 Handelstagen im Jahr sind wir eben dann bei 500 Trades, bei ungefähr einer Periode von 2 Jahren, die wir dort abdecken. Gewinnchance ist hier für diesen Ansatz im Bereich zwischen den 45 bis 50%, abhängig von den Marktbedingungen. Ich persönlich gehe immer gerne mit einer eher konservativeren Trefferquote heran, um dann auch für schlechtere Phasen gleich gewappnet zu sein.
Dann ist es so, dass man hier das Payoff Ratio eingeben kann. Das ist noch ein bisschen sehr hoch mit 1,6, 1,4, beziehungsweise wir können auch mit 1,5 arbeiten. Ich glaube, das ist ein gutes Maß. Das ergibt sich ja dadurch, da wird der ein oder andere jetzt sagen, wie kann denn das sein, wenn wir doch ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 anstreben? Wie kann denn das dann sein, dass dann eben tatsächlich ein Payoff-Ratio hier von nur 1,5 zu 1 rauskommt? Das ist relativ einfach. Das hat damit zu tun, dass es natürlich auch Momente gibt, wo der Trade, wie gesagt, eben nicht Take-Profit oder Stop-Loss eben erreicht und dadurch natürlich der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust dann entsprechend mal kleiner ausfallen. Und dadurch kommt eben Payoff-Ratio von 1,5 eben zustande. In dem Fall ganz offensichtlich primär tatsächlich bei Trades, die eben nicht in den Take-Profit laufen. Und dann kann man hier, wie gesagt, Anzahl der Trades 500, Simulationsdurchläufe kann man eingeben. Das sind dann die verschiedenen Kurven, die einem hier aufgezeigt werden und das Risiko pro Trade. Das wollen wir erstmal bei 1% belassen. Da kann man aber auch ganz interessante Rückschlüsse draus ziehen. Und man kann dann eine Simulation starten und dann rechnet der einem verschiedene Kapitalkurven aus. Und man sieht, es gibt in der Mehrzahl der Fälle, dieser 15 Fälle, hier tatsächlich eine positive Kapitalentwicklung. Ja, also eine von den 14 ist nach 2 Jahren hier im Bereich um die Nulllinie, also hat nicht so optimal funktioniert. Damit müssen wir uns also durchaus eben tatsächlich bereit sein, das zu akzeptieren bei einer Trefferquote von 45%. Es kann einfach sein, dass der Ansatz zwar unterm Strich profitabel ist, das erkennt man daran, dass der Erwartungswert rein mathematisch positiv ist. Nichtsdestotrotz, dass es eben dann aber eine Zeit dauert, bis sich dieser positive Erwartungswert niederschlägt, denn es hängt natürlich davon ab, wie sehen denn die Serien von Gewinn- und Verlusttrades in Folge aus? Und wenn ich einfach es nicht schaffe, aufgelaufene Verluste eben innerhalb dieses Zeitfensters wieder aufzuholen, sondern vielleicht nur in den Bereich von plus minus null zurückzufahren, ja, dann bin ich unterm Strich eben nicht positiv, offensichtlich. So, was interessant ist jetzt Folgendes, und zwar, das ist eigentlich das, um was es hier gehen soll, nämlich die Anzahl maximal folgender Gewinner und maximal folgender Verlierer. Es gibt ja ein Phänomen, welches als Strategiehopping zusammengefasst werden kann. Strategiehopping kann man verstehen, das ist so dieses Nichtvertrauen seines Handelns und dann zu sagen, naja, ich habe jetzt hier eine Strategie und die handle ich einfach mal. Und dann gibt es 3, 4 Verlusttrades und dann sagt man, na, die Strategie ist nichts für mich, dann nehme ich eben eine andere. Es gibt ja genügend. Und das ist so ein Phänomen, ich glaube, das kennt jeder. Also ich kenne das zumindest von mir und meiner Anfangszeit im Trading. Und was dieser Simulator jetzt macht, ist, er bereitet einen verhältnismäßig gut darauf vor, hier zu verstehen, es gibt Serien von 16 Verlusttrades in Folge, wenn es schlecht läuft. Und es kann auch sogar mehr werden. Also das heißt, tatsächlich verändern sich diese Komponenten, desto häufiger man diese Simulation fährt. Denn das hängt natürlich immer davon ab. Hier in dem Fall jetzt zum Beispiel hat jede Linie eine positive Auszahlung. Das ist ein sehr, sehr günstiger Umstand. Aber auch die Anzahl maximal folgender Verluste bleibt trotzdem bestehen. Also wir haben 15 Simulationsdurchläufe, 15 Mal ein positives Ergebnis nach 2 Jahren, aber trotzdem in einer dieser Kurven eine Serie von 16 Verlusttrades in Folge. Und das, um was es eben dabei geht, ist, sich darauf vorzubereiten, mental, dass es sein kann. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist alles andere als angenehm, sich in solch einem Umfeld wiederzufinden, wenn ein Verlusttrade den nächsten jagt und du wirklich wahnsinnig wirst. Aber genau das ist eben dann der Moment, wo es eben um die sogenannte mentale Stabilität geht. Viele reden davon, ja, auch Trading-Ausbilder, Coaches und dergleichen. Aber so wirklich, glaube ich, greifbar das Formulieren, was damit gemeint ist, können die wenigsten. Ich finde, es ist relativ einfach in der Tat, indem man nämlich so eine Simulation einfach mal zeigt und einfach zeigt, rein mathematisch ist das gar nicht anders möglich, als dass es solche Verlustserien gibt. Und wenn ich sowas vorher gesehen habe, dann bin ich auch viel leichter in der Lage, das eben zu akzeptieren, weil ich eben auch sehe, dass es im Grunde genommen nur eine Phase ist, in welcher dann früher oder später schon wieder die richtige Richtung aufgenommen wird in der Kapitalkurve und ein positives Gesamtergebnis generiert wird, rein mathematisch. Wie gesagt, das kann auch mal sein, ist mir zwar noch nicht vorgekommen, aber es kann auch sein, dass ich die Simulation durchlaufe und dann sind da 4, 5 auf einmal im negativen Terrain und es zeigen sich dann auch hier Verlustserien von 20 Trades beispielsweise. Das ist nur eine Momentaufnahme, aber sie gibt einem eine mentale Stabilität, die man eventuell sonst nicht hat. Und vor allem ist es so, dass hier diese Parameter, diese Input-Parameter dort reinzugeben, das kann ich nur dann, wenn ich auch wirklich weiß, was ich tue, wenn ich eine wirklich profitable Handelsstrategie für mich gefunden habe, einen Ansatz, der auch mit meiner Persönlichkeit gut korrespondiert. Natürlich könnte man jetzt hergehen und könnte einfach sagen, naja, dann mache ich doch einfach Folgendes. Strategie sieht ja jetzt hier ganz gut aus, lässt sich auch einfach duplizieren, die er jetzt hier präsentiert hat, dann handle ich die einfach. Das Problem dabei ist, wenn die Überzeugung oder der Glaube, das Vertrauen in diese Strategie fehlt, dann wird es
unmöglich sein, langfristig diszipliniert diesen Ansatz umzusetzen. Ich habe mal eine Webinarserie gemacht, das war im englischsprachigen Bereich. Ich habe da mal eine Webinarserie gemacht, da ging es um Live-Trading der Markteröffnung, das war des US-Marktes und wir haben in dem Zusammenhang das über, ich glaube, länger als ein halbes Jahr gemacht. Und ich habe dann diesen Ansatz immer konsequent in Ergänzung eben zu den Ausführungen zum Markt und dergleichen Morning-Meeting habe ich den durchlaufen lassen. Und die ersten vier Male waren wirklich Verlusttage. Ich konnte nach einem halben Jahr, das war dann ab Mitte des Jahres bis Weihnachten und kurz vor Weihnachten haben wir mal eine kleine Zäsur gemacht, konnte ich zeigen, dass der Ansatz wirklich Geld verdient hatte bis dahin. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich an den Teilnehmerzahlen relativ zügig gesehen, nach drei, vier Malen ist einfach schon ein Großteil der damals initial in dem Webinar Anwesenden nicht mehr zurückgekehrt. Die wollten sich das nicht mehr angucken, weil was für einen Sinn kann es bitte haben, sich einen Handelsansatz von einem angeblichen Trading-Experten oder professionellen Händler oder ganz dergleichen anzuschauen, der die ganze Zeit immer nur Verlusttrades generiert. Was die Leute eben an der Stelle unterschlagen, und da sind wir wieder bei der Trading-Psychologie und Mark Douglas und Trading in the Zone an der Stelle, das ist eben dieser Glaubensgrundsatz, den es zu verinnerlichen gilt, nicht nur für den Ansatz eines anderen, sondern auch für sein eigenes Trading ganz besonders. Das Ergebnis eines einzelnen Trades ist zufällig. Ob dieser Trade jetzt hier heute ein Gewinn oder Verlust wird, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also aktuell sieht es alles andere als optimal aus. Das ist eher so wieder dieses Phänomen der letzten Tage, unten angetäuscht und wahrscheinlich oben aus der Range raus. Es kann aber auch durchaus sein, dass der Trade sich im Laufe des Tages noch positiv entwickelt. Das ist ein rein zufälliger Ausgang. Aber durch mathematische Grundkenntnisse im Bereich auch Wahrscheinlichkeitstheorie ist es möglich, eine Aussage zu treffen, die nämlich dahin geht, dass man sagt, das Ergebnis eines einzelnen Trades mag zwar zufällig sein, aber die Aneinanderreihung zufälliger Ereignisse, die lässt sich berechnen. Und das ist nämlich genau das, was sich dann in dem sogenannten Erwartungswert widerspiegelt. Ich formuliere es mal anders. Wir können uns das ein bisschen plastischer vorstellen, weil Trading dann doch eine relativ abstrakte Angelegenheit ist. Nun, wenn wir ein Münzwurfspiel spielen, ja, dann haben wir eine Münze und die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt, ist 50%, die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl kommt, ist ebenfalls 50%. So, wenn wir uns jetzt darauf einigen, auf ein Auszahlungsverhältnis von 2 zu 1 und ich habe zum Beispiel, ich kriege für jedes Mal, dass Kopf kommt, 2 Euro, während derjenige, welcher, der das jetzt hier aus dem Publikum mit mir spielt, 1 Euro bekommt, dann kann man davon ausgehen, dass ich sage, ich spiele dieses Spiel mit dir die ganze Nacht. Ob Kopf oder Zahl kommt, spielt an der Stelle gar keine Rolle. Unterm Strich weiß ich, dass ich hier 50 Cent pro Wurf gewinnen werde. Und auf einer Vielzahl von Würfen werde ich einfach sehr, 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 sehr viel Geld verdienen. Warum? Ich kriege jedes Mal, wenn Kopf kommt, 2 Euro. Im Gegensatz zu dem 1 Euro, die in den 50% Fällen, wo Zahl kommt, eben zahlen müsste. Und das bedeutet also, auch wenn ich den ersten Wurf mache und es kommt Zahl, gibt das keinerlei Aussage über die Gesamtprofitabilität, die sich eben, wie gesagt, ausgehend von der Tatsache ergibt, dass es eben die Aneinanderreihung von vielen Würfen eben tatsächlich ist. Beim Trading ist es genau dasselbe. Es ist natürlich das ein bisschen hakelig, das Beispiel, weil man im Fall von Kopf oder Zahl natürlich vorhersagen kann, dass es eine Wahrscheinlichkeit von 50% eben tatsächlich hat. Vorausgesetzt ist es natürlich eine faire Münze und dergleichen, Laplace-Experiment, bla bla. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass ich natürlich über einen relativ langen Zeitraum in der Lage bin, hier zum Beispiel Auskünfte über solche Open-Range-Ansätze zu geben. Und interessanterweise ist es so, dass ich eben jetzt hier gerade eben mit der Trefferquote nicht umsonst gesagt habe, zwischen 45-50%. Das wird dem einen oder anderen ganz aufmerksamen Zuhörer gerade aufgefallen sein. Warum sage ich denn zwischen 45 und 50? Also es gibt doch eine konkrete Zahl. Die Sache ist die erstmal, das variiert sowieso, abhängig von dem jeweiligen Zeitintervall, was ich beleuchte. Und ich beleuchte nicht nur ein Zeitintervall oder unterschiedliche Zeitintervalle für den DAX, sondern ich lasse auch noch andere Breakout-Systeme mit einfließen aus anderen Asset-Klassen, also Devisen zum Beispiel oder auch anderen Märkten im Bereich Indizes, den S&P zum Beispiel, und kann dann sagen, dass alle diese in diesem Bereich ungefähr um roundabout 45-50% Trefferquote liegen. Auch dieser Erwartungswert ist verhältnismäßig optimistisch eigentlich. Der liegt erfahrungsgemäß eher im Bereich zwischen 8 Cent bis 10 Cent. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir pro riskiertem Euro im Schnitt erwarten dürfen, 8 Cent zu verdienen. Also das heißt nicht, dass ich 1 Euro riskiere, um 8 Cent zu verdienen. Das beinhaltet diese Aussage nicht, sondern das ist das Ergebnis, was unabhängig von Gewinn- oder Verlusttrades erreicht wird. Das Payoff-Ratio, das ist wiederum das,
durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust, wo ich eben sehe, was ich durchschnittlich verliere mit einem Euro und was ich im Vergleich hierzu durchschnittlich erwarten darf zu gewinnen. Und da sieht man, dass dieses Verhältnis größer 1 ist. Ja, so, das erstmal im Zusammenhang jetzt mit Monte-Carlo-Simulation. Final, das muss aber noch gemacht werden, weil ich glaube, das ist ganz interessant. Was kann man denn aus risikotechnischer Sicht eben jetzt hier ablesen? Sehr optimaler Verlauf, 45% Trefferquote, ich hatte es gerade schon gesagt, 1% Risiko. Da kann man auch hier für diese 15 verschiedenen Kapitalkurven einen größten maximalen Drawdown ausrechnen. Der liegt bei, ich muss ganz ehrlich sagen, nur 16,9%. Normalerweise liegt der Drawdown eigentlich eher im Bereich um die 20 und größer Prozent. Auch das eine sehr interessante Möglichkeit hier, dann aus mathematischer Perspektive sich einer wichtigen mentalen Komponente zu nähern, nämlich der Frage oder die Frage für sich selbst zu beantworten: Was ist eigentlich meine Zahl des größten Verlusts, die ich bereit bin zu akzeptieren? Wenn jemand jetzt nämlich, sagen wir mal, nehmen wir mal eine große Summe, 100.000 Euro auf den Tisch legt und sagt, ich möchte damit, das ist mein Trading-Kapital, damit möchte ich arbeiten, das möchte ich handeln. Dann gilt es für sich, einen Punkt zu definieren, an dem ich das Experiment als mindestens zunächst gescheitert betrachte. Also das heißt, welche Zahl kann ich jetzt einfach verlieren, ohne dass ich wirklich anfange, mir hier Gedanken zu machen über meine finanzielle Zukunft, über die Existenz meiner Familie und dergleichen. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage, die es mich, für mich zu beantworten gilt. So, 100.000 Euro, wenn ich diese Zahl definiere bei, sagen wir mal, 25.000 Euro und sage, nach 25 Kilo ist Schluss, das ist zu viel, dann heißt das etwas anders formuliert, dass ich mit solchen Simulationen auch die Möglichkeit habe, verschiedene Aneinanderreihung von Gewinn- und Verlusttrades eben aufzuzählen und dass ausgehend davon dann für mich die Möglichkeit besteht, auch zu schauen, ob dieses Risiko, was ich hier pro Position fahre, ob das im Bereich meiner persönlichen Risikopräferenz liegt. Also anders formuliert, in dem Fall wäre es jetzt so, 22,8, das liegt offensichtlich auf 2 Jahre unterhalb hier von den von mir ausgegebenen 25% oder den 25.000 auf die 100.000 Euro. Aber wenn man die Simulation oft genug fährt, dann wird man feststellen, schon mit dem nächsten Klatsch, sind wir bei 27. Dann liegen wir also offensichtlich drüber. Ich fasse es mal zusammen. Wenn ich auch jetzt schon 3 oder 4 Mal Simulationen starten und verschiedenen Simulationen oder verschiedenen Anordnungen von Kapitalkurven dieses Ergebnis erreiche, dann habe ich eine mehr oder minder hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass mich das früher oder später ereilen wird, dieses Schicksal, einen 25-prozentigen Drawdown zu haben. Wie kann ich dem entgegenwirken? Indem ich zum Beispiel die Positionsgröße reduziere, das Risiko, sagen wir mal, auf 0,5% reduziere. Das ist schon eine sehr aggressive Herangehensweise, aber eine, die äußerst effektiv ist, denn wir schaffen es dadurch, nicht nur die Kapitalkurven zu glätten, sondern eben auch den größten maximalen Drawdown in den Griff zu bekommen, der aber dennoch, wenn ich das oft genug mache, früher oder später in den Bereich hier dieser 25% laufen kann. Also es gibt keine hundertprozentige Gewähr, dass ich den nicht doch erreiche, dieses sogenannte, diesen Point of Ruin, den ich für mich selber formuliere. Aber ich habe natürlich sehr relativ effektive Möglichkeiten, dann dort schon zu intervenieren. Also ich kann zum Beispiel aus meinem eigenen Trading zum Beispiel sprechen. Es ist so, dass ich für mich eine erste Verlustschwelle bei 10% habe. Also sprich, wenn ich einen maximalen Drawdown für mein Trading von 25% vereinbare, dann werde ich bereits ab 10% Kapitalrücksetzer aktiv dahingehend, dass ich nämlich sage, ich reduziere jetzt das Risiko pro Trade. Also wenn ich normalerweise mit einem Risiko pro Position von 0,8% arbeite und dann eben infolge eines schlechten Laufs bei 10% oder in den Bereich um die 10% komme, dann ist es eben so, dass ich anfange, mein Risiko weiter zu reduzieren. Von 0,8 dann auf 0,5, vielleicht sogar 0,4%, um einfach der Tatsache Tribut zu zollen, dass mein Handelsansatz nicht gut mit den Marktbedingungen korrespondiert. Was man sich jetzt natürlich fragen wird, ist, na gut, okay, aber was dann? Also ich meine, wann fahre ich das Risiko denn wieder hoch? Besteht eine Möglichkeit? Ich habe dazu jetzt leider nichts vorbereitet. Also ich komme jetzt gerade so ein bisschen von Höchstchen auf Stöckchen. Und das spielt sich alles so bei mir jetzt gerade im Kopf ab. Und ich berichte das einfach mal so. Aber stellt euch einfach Folgendes vor: Man hätte ja die Möglichkeit, aus dem MetaTrader die einzelnen Trades rauszukopieren in eine Excel-Datei. Und dann kann ich natürlich ausgehend von den Kapitalständen, kann ich eine Kapitalentwicklung in Form einer Kapitalkurve zeichnen. Und was ich dann mache, ist im Grunde genommen, ich lege einen gleitenden Durchschnitt darüber
den ich setze mit 10, vielleicht mit 20, also den Durchschnitt der letzten 20 Trades. Und dann verfahre ich ähnlich, wie ich zum Beispiel hier verfahre mit dem EMA im Falle des DAXes und sage, sobald es mir gelingt, diesen EMA zurückzuerobern oder im Falle jetzt von oben nach unten, das ist meine Kapitalkurve, sagen wir einfach mal, und dann breche ich von der Kapitalkurve von oben unter diesen EMA drunter. Sobald das passiert, fahre ich mit dem Risiko zurück. Mir gelingt dazu zwar nicht, die Statistik, ja, plump formuliert, zu bescheißen. Also mir gelingt es jetzt nicht an dieser Stelle, die Statistik zu umgehen. Das funktioniert nicht. Aber es gelingt mir aus rein mentaler Perspektive, der Tatsache Tribut zu zollen, dass mein Trading eben nicht mehr so gut oder mein Handelsansatz, meine Strategie nicht mehr so gut eben mit den Marktbedingungen korrespondiert. Und das zeichnet sich zum Beispiel durch eine fallende Kapitalkurve ab. Genauso aber auch, wenn ich dann diesen Drawdown überwunden habe, also gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt hier meine Kapitalkurve, wir kippen unter den EMA, dann würde ich eben just in dem Moment, wo es mir gelingt, diesen gleitenden Durchschnitt zurückzuerobern, das Risiko wieder stückweise anheben. Also von 0,8 zurückfahren auf 0,5, 0,4%. Hier bleiben wir zwischen 0,5 und 0,4%. Dann erobern wir ihn zurück, weil wir wieder eine gute Phase haben und fahren das Risiko hoch auf 0, von 0,4, 0,5 auf 0,6 und dann wieder auf 0,8%. Und handhaben das entsprechend dann eben so und greifen so aktiv ein, was natürlich, jetzt kommt's, wiederum positive Auswirkungen hier hat. Denn das ist der maximale Drawdown, der mir entsteht, auf diese Simulation berechnet. Aber dass ich dieses Level erreiche, setzt ja voraus, dass ich konsequent einfach nur den Ansatz durchhandle und keinerlei Intervention vornehme. Und ich kann diesen Punkt natürlich, dieses Erreichen des größten maximalen Drawdowns, dadurch verzögern, dass ich eben so aktiv dann eingreife. Nochmal, ich bin nicht in der Lage, die Statistik zu umschiffen. Das heißt, es wird langfristig negative Auswirkungen auf meine Gesamtperformance dahingehend haben, dass ich ein weniger profitables Gesamtergebnis habe. Nichtsdestotrotz gilt es an erster Stelle eben erstmal, das vorhandene Trading-Kapital zu erhalten, zu stärken. Denn man sollte sich auch immer vor Augen führen, wenn das weg ist, kann ich nicht mehr traden. Ergo gilt es, das erstmal zu beschützen und dann alles Weitere sich entsprechend fügen zu lassen. Gut. So, das hätte ich jetzt auch noch gesagt in dem Zusammenhang. Jetzt kommen wir ganz kurz mal zu den Märkten und schauen uns mal die Gesamtsituation an, wie sie sich dann darstellt. Meiner Meinung nach, man sieht übrigens auch, also ich habe keinerlei Möglichkeit, jetzt in irgendeiner Form in den Trade zu intervenieren. Der Markt gibt mir vor, was ich zu tun habe. Und der sagt mir an dieser Stelle jetzt derzeit, ja, der Trade entwickelt sich halt nicht so. Es gibt kein Stop-Management, es gibt nichts. Es gibt einfach nur ein Abwarten und in Anführungsstrichen hoffen, dass er noch in unsere Richtung läuft. Und selbst wenn er es nicht tut, bleibt das Gesamtergebnis dieses einen Trades eben zufällig. Ich sehe gerade übrigens nochmal eine Frage. Letztes Nachbarhoch, gleich der Einstieg. Nein. Der Einstieg, der erfolgt hier über das Definieren einer Range. Ich mache mal kurz Folgendes. Ich habe dazu mal eine Folie gehabt. Wir hatten auch eine andere Vortragsserie. Noch im Sommer war das. Ich gucke mal kurz, dass ich gleich die ganzen Punkte dann hier in Form einer Slide habe. Einen kurzen Augenblick. Muss man ganz kurz aufmachen. So. Einen Moment. Das hier. Hier, das ist es, ne? Also, so sieht dieses Slide aus. Also, wie schaut die Handelslogik aus? Identifiziere den Vorteil mittels 50er EMA auf 5-Minuten-Basis. Ja, wir handeln drüber Long, wir handeln drunter Short, das hatten wir schon. Und dann bestimmen wir eben die Handelsspanne zwischen 8 und 9:05 Uhr. Also das bedeutet, das ist dann das Zeitintervall, ab wo der FDAX geöffnet ist, konnte ich damals sagen. Mittlerweile gibt es auch einen Übernachthandel. Aber nichtsdestotrotz hat sich an dieser Range insgesamt jetzt erstmal nichts verändert. Also ich sehe weiterhin die Signifikanz gegeben im Zeitfenster zwischen 8 und 9 Uhr, beziehungsweise 9:05 Uhr. Diese 5 Minuten, die gebe ich hier deswegen drauf, weil um 9 Uhr der Xetra-Handel eröffnet. Und Eröffnung des Xetra-Handels bedeutet nichts anderes, als dass ein Großteil des Kassavolumens in den Markt kommt und zu potenziell erratischen Ausschlägen auf der Ober- und Unterseite führt. Und ich versuche, die dahingehend rauszufiltern, dass ich erstmal den Markt sich in die eine oder andere Richtung austoben lasse, um dann eine Entscheidung zu treffen, wie ich den Trade eingehe. Ich kann das auch anhand des heutigen Beispiels relativ gut zeigen. Hier, das ist die 9-Uhr-Kerze gewesen, die ich erstmal abgewartet habe.
als wir reingeschaltet haben, wenn man ganz genau aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass eben hier zunächst einmal ein relativ scharfer Push auf der Oberseite kam. Also verhältnismäßig, das war jetzt nichts Dramatisches. Wir reden jetzt hier in diesem Zusammenhang von 10, 15 Punkten. Aber genau das möchte ich eben an dieser Stelle eben rausfiltern. Diesen Noise, also diesen Krach, so kann man das vielleicht benennen. Also das ist die Handelsspanne, die ich eben mir anschaue, das Hoch und Tief zwischen 8 und 9:05 Uhr. Und dann handeln wir eben entsprechend den Bruch in Richtung des identifizierten Vorteils, wie gerade eben aufgezeigt. Ja, ein R wird eben das Risiko bezeichnet, das ist die Differenz der Handelsspanne hoch und tief. Und 2 R ist dann eben ausgehend vom Entry das anzuvisierende Ziel. Also 32 Punkte Risiko impliziert 64 Punkte Chance. Genau, ja. So, dann blicken wir jetzt mal ganz kurz auf den DAX übergeordnet. Ich muss ganz ehrlich sagen, da sieht man dann auch übrigens, das könnte auch ein Teil einer diskretionären Intervention eben in der Tat sein. Eine Basisstrategie, die von mir umgesetzt wird, ist tatsächlich heute off. Also off bedeutet, ich wüsste ausgehend von der von mir gehandelten Basisstrategie für den DAX, dass ich heute short wäre. Ich möchte sehr ungern short sein im aktuellen Marktumfeld. Deswegen dieser Trade, das ist, ja, wie soll ich sagen? Es ist sehr ehrbar, dass ich den Trade einfach so konsequent eben durchtrade. Aber ich muss an der Stelle sagen, ich würde das nicht oder ich handle das nicht aktuell real. Also, denn ich gehe nicht davon aus, dass wir großes Potenzial auf der Unterseite haben. Beziehungsweise, das könnte sich noch entwickeln im Laufe jetzt der kommenden Stunden. Denn Fokus des heutigen Tages stehen mit Sicherheit die sogenannten Trade Talks zwischen den USA und China. Und alleine die Unsicherheit will ich mir ungerne eigentlich geben, dass ich dann in diesem Marktumfeld eben entsprechend hier Short Position bin, ganz genau. Das zeigt sich auch übrigens anhand der Performance, die der DAX jetzt die letzten Tage gezeigt hat. Das sieht man im Daily nicht ganz so gut, denn der Daily da müsste man ganz konsequent eigentlich sagen, da sind wir unterhalb hier von 11.500 beziehungsweise eigentlich 11.700 Punkten weiterhin Short zu betrachten. Das kann man so grob gesehen als diese rote horizontale Linie eben hier sehen. Auf der Stunde erkennt man noch relativ gut, warum dort. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Hab ich einen Trade. Gut, also jetzt ist er ausgestoppt. Wunderbar. Das ist natürlich jetzt passend, weil dadurch kommen die ganzen Linien hier raus. Diese Region hier um 11.130 bis 11.150 Punkte, die hatte ich gestern in einer Analyse thematisiert gehabt. Das ist für mich eine Region, gegen welche Long-Engagements durchaus attraktiv werden können. Und derzeit sieht es eben danach aus, als wenn dieser Bereich gehalten werden kann und das übergeordnete Bild steigender Hochs, steigender Tiefs, was wir hier sehen und diese Aufwärtsstruktur fortgeschrieben wird. Also anders formuliert, in diesem Umfeld willst du sowieso ungerne eigentlich short sein, weil das sich als antizyklischer Trade herausstellen würde und weswegen man dann in diesem Zusammenhang einfach mit Short-Engagements ein bisschen vorsichtig sein sollte. Sollten wir früher oder später unter die 1,30, 1,50 rutschen, dann könnte natürlich die Short-Seite sehr, sehr attraktiv werden. Und in gewisser Form haben wir solch einen Trade jetzt gerade eben gehabt mit dem Short-Trade, der antizipiert ist. Also er hat es ein bisschen versucht vorwegzunehmen. Nichtsdestotrotz, diese Unsicherheit, die da eben mitschwingt, ist ein Grund für mich eben in der Basisstrategie. Das war jetzt hier reiner Demo-Trade, deswegen kein Problem. Einfach zu Illustrationszwecken wunderbar. Aber im realen Umfeld bin ich gerade nicht wirklich willens, aggressiv die Short-Seite zu traden. Da fühle ich mich ganz und gar nicht wohl. Und das, wie gesagt, spiegelt sich dann auch in von mir gehandelten in der Basisstrategie im realen Bereich eben wieder. So, aber zurück, wie gesagt, zu der Einschätzung hier. Grundsätzlich ist der Modus weiterhin Long einzuschätzen und kurzfristig sehe ich auch. Mal ein bisschen größer. Kurzfristig sehe ich auch diesen Bereich hier, so um 2,50 vielleicht, ja, 2,60. Das ist so dieses Zwischenhoch, so das Schlüssellevel auf der Oberseite. Wenn es gelingt, jetzt in der Folge, in den kommenden Stunden, diesen Bereich zurückzuerobern, zum Beispiel durch eine positive Meldung rund um diese Verhandlungen zwischen China und den USA in den im Handelskonflikt, dann ist da durchaus denkbar, dass genau dieser Push initiiert wird. Und warum ich da auch ich in Anführungsstrichen sicher bin, warum ich davon ausgehe, dass es sich so darstellt. Man hat letzte Woche auf die EZB eine ganz interessante Entwicklung gesehen, meiner Meinung nach. Und zwar ist es nämlich so gewesen, wir sind hier dann am vergangenen Freitag im Anschluss an die EZB sind wir tatsächlich ja nochmal auf neue Hochs ausgebrochen und wir sind über die 250 gelaufen. Ja, auch wenn wir uns haben in diesem Bereich dann in den Wochenschluss nicht haben stabilisieren können, sondern unterhalb von 12, Entschuldigung, 11.300 Punkten geschlossen haben. Aber diese Entwicklung hier,
Ich persönlich denke, das war eine verzögerte Reaktion auf die EZB. Die tatsächliche bullische Reaktion, die initial erwartet hätte werden können, die wurde zum Zeitpunkt der EZB-Pressekonferenz konterkariert durch einen Kommentar von Ross Wilbur. Das ist ein, ja, ich weiß nicht, kann man den US Commerce Secretary, glaube ich, ist seine offizielle Jobbezeichnung. Und der hat gesagt, dass die USA und China kilometerweit von einem Deal entfernt sind. Und da sieht man auch das Potenzial, was eben diese Spekulation rund um diese Trade Talks eben oder diesen Handelskonflikt noch haben. Und ausgehend davon war das einfach kurzfristig in der Lage, diesen doch eigentlich zu erwarten bullischen Impuls seitens der EZB durch diese verhältnismäßig expansiv orientierte Rhetorik zu konterkarieren. Das hat sich dann, wie gesagt, in den Abend hineingelegt und in der Tat ist es dann auch in den Abend nicht nur zu einer Attacke nochmal hier auf der Oberseite gekommen, sondern auch am Freitag eben zu weiteren Aufschlägen, neun Wochenhochs und dergleichen. Aber Fakt ist eben, dass eben das weiterhin relativ unsicher ist, auch vielleicht deswegen, weil sich rund um Huawei ja einige Schwierigkeiten ranken in Bezug auf eben die USA und China. Es gab ja da Zwischenfälle auch mit dem CFO, der heißt ja eigentlich dem CFO, ist der CFO, also das ist eine Dame, das ist die Tochter des Begründers von Huawei, die dort festgenommen wurde in Kanada und festgehalten wurde auch. Das war schon vor Weihnachten der Fall und auch die Handelsbeziehungen, auch diese Verhandlung jetzt wahrscheinlich mit beeinflussen dürfte. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass das ein ziemlicher Grat auf das Messers Schneide wird und man darf gespannt sein, in welche Richtung sich diese Entwicklung eben abspielt oder diese Trade Talks entwickeln. Tendenz meiner Meinung nach geht auch vor dem Hintergrund des Risikos für die globale Wirtschaft, vor dem Hintergrund auch der Tatsache, dass Donald Trump wahrscheinlich früher oder später einfach auch mal akzeptieren muss und akzeptieren wird, dass es eben nicht nur die Fed und der Geldanhebungs- oder der Zinsanhebungszyklus war. Und auch die Reduktion der Anleihe, der Anleihen in der Fed-Bilanz, die dort eben für die Turbulenz an den Finanzmärkten gesorgt haben, sondern eben auch die Spekulation und die Aussicht auf eine weitere Eskalation aus handelstechnischer Sicht, eben protektionistische Maßnahmen und dergleichen, die dafür die Turbulenzen gesorgt hat. Und wenn das Interesse wirklich dahingehend besteht, diese Unruhe aus dem Markt zu bekommen, wird eine Einigung eigentlich unausweichbar sein oder unausweichlich sein. Also das heißt, in diesem Zusammenhang sollte auf eine Annäherung auf jeden Fall eher spekuliert werden. Das hat aber auch ganz interessante Rückschlüsse, nicht nur jetzt hier zwangsläufig für den DAX, sondern meiner Meinung nach auch auf die weitere Entwicklung zum Beispiel für Gold. Also ich weiß noch, wir haben uns vor 2 Wochen hatten wir ja hier auch ein Event, das war am 16.01., das war 2 Tage, nachdem ein saisonales Pattern für Gold angelaufen war. Und ich hatte auch damals ein relativ positives Bild für Gold insgesamt gezeichnet. Und das hatte, wie gesagt, einmal diesen saisonalen Grund. Und jetzt letzte Woche, Freitag, kam es dann plötzlich zu dieser fast schon Explosion auf der Oberseite. Also ich möchte so sagen, ich habe dann in den Abend hinein den Rechner erstmal runtergefahren, bin zum Sport gewesen, habe aber dann dennoch kurz zum Wochenende, kurz bevor ich ins Wochenende gegangen bin, nochmal kurz auf die Märkte geschaut und dachte mir, dass das irgendwie dass das ein Fehler sein muss. Ich habe auf Gold geguckt, dachte mir so 1300, haben wir nicht heute Morgen noch bei 1280 ungefähr notiert? Ja, hatten wir. Und ja, wir hatten dennoch eben auch hier diesen Schluss zu sehen bekommen. Und da ist dann tatsächlich meinerseits natürlich sofort erstmal die Frage gestellt worden, was ist denn da jetzt passiert? Wo kommt denn plötzlich dieser Optimismus her? Auch wenn ich mir besonders dann die Performance zum Beispiel im DAX angeschaut habe, US-Dollar war unter Druck, okay, Euro-US-Dollar konnte sich gut erholen von den Abschlägen, aber irgendwie, das hat nicht zusammengepasst. Und dann ist mir eben das Auge gestochen, dass der Grund für diese Performance in der Entwicklung zu sehen ist, dass es jetzt Gerüchte gibt, wonach die Fed wohl ihre Reduktion der Anleihen oder Reduktion der Bilanz des Fed Balance Sheets eben verschieben könnte. Und das ist etwas, was grundsätzlich natürlich wieder das Vertrauen in die Währung in den US-Dollar erschüttert, beziehungsweise Inflationssorgen schürt, wo dann an erster Stelle eben entsprechend hier Gold angesteuert wird und die bullische Performance in Gold erklärt. Was ergänzend fundamental jetzt noch sich zu diesem saisonalen Pattern oder auch zu diesem Ausbruch dann aus technischer Perspektive, diesem Breakout über 1300 US-Dollar pro Feinunze eben hinzugesellt. Und jetzt passiert noch etwas weiteres, was ich in dem Zusammenhang wollen würde, wo ich auch dann weiteres Aufwärtspotenzial sehe. Es ist bekannt,
dass, oder es sind zumindest in jüngster Vergangenheit sehr stark aufgetreten, eine sehr hohe positive Korrelation von Gold zum chinesischen Yuan Renminbi. Bedeutet also etwas anders, wenn Dollar-Yuan zum Beispiel gefallen ist, dann ist Gold gleichzeitig gestiegen, weil der Yuan, Dollar-Yuan, der fällt, aufwertet. Und das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, denn sollten diese Verhandlungen jetzt zwischen den USA und China eine positive Entwicklung nehmen, darf davon ausgegangen werden, dass der chinesische Yuan zunächst einmal, wie auch die letzten Male, weil sich so etwas abgezeichnet hat, das letzte Mal ja nach den Gesprächen zwischen Trump und Xi Jinping beim G20-Gipfel in Buenos Aires Ende November, dass dann infolgedessen, das kann man übrigens auch, glaube ich, kann man das hier gut erkennen? Das war auf jeden Fall eine bullische Tendenz erkennbar. Also als dann nämlich dann die Äußerungen von Trump über den Ticker liefen, es gab eine bullische Tendenz in Gold, die sich auch dann aber weiter fortgeführt hat. Also da kamen dann noch andere Gründe eben entsprechend hier zum Tragen. Aber es war auf jeden Fall deutlich erkennbar, dass der Goldpreis vom Yuan und im anziehenden Yuan hat profitieren können. So, und wie gesagt, sollten diese Trade Talks jetzt in diesem Zusammenhang erfolgreich sein, erfolgsversprechend sein und sollten sich dann in diesem Zusammenhang hier positive Signale abzeichnen für den Yuan, dann wäre das auch ein weiterer bullischer Treiber eben entsprechend ja, für Gold eben tatsächlich. Und das ist wieder mal eine Punktlandung tatsächlich. Also ich habe tatsächlich jetzt auch nicht mehr viel zu erzählen. Wir könnten zwar gerne noch etwas thematisieren, auch im Zusammenhang mit China, was eine sehr, sehr interessante Angelegenheit ist, nämlich die Entwicklungen in Australien, die da gerade stattfinden. Ja, vielleicht, ich muss es eigentlich final nochmal ganz kurz hier mit einfließen lassen. Ich will das nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich heute, nee, es war auch gestern Abend, auf eine Zahl, die eigentlich verhältnismäßig unspektakulär ist. Das ist die das Business-Vertrauen, nee, wie soll man das nennen? Manager-Optimismus, also im erweiterten Sinne eine Einkaufsmanager-Zahl. Wir können auch übrigens auf die gestrige Farce wieder im britischen Parlament eingehen. Auch da gibt es noch eine ganze Menge zu erzählen, aber auch das sparen wir uns ehrlich gesagt. Nein, das wirklich Interessante, auch aus fundamentaler Perspektive, ist das hier. Business Conditions, also das heißt die Geschäftsbedingungen in Australien. Da gab es ein relativ schwaches Reading und das Interessante ist, dass kommende Woche am Dienstag, also das heißt am, ich guck mal kurz, ich glaube, das ist der 5.2. Einen Augenblick, ich schau mal eben. Ja, am 5. Am 5.2. Da wird nämlich die RBA über den Leitzins befinden. Und diese Entwicklung hier ist eigentlich eher tendenziell eine, die Zinssenkungen in Australien eben in Aussicht stellt. Das sollte man sich auf jeden Fall auch auf dem Schirm behalten, weil da natürlich auch eine sehr starke Handelsbeziehung zwischen Australien und China besteht. Anders formuliert, ich habe zwar gerade ein positives Bild für die Handelsvereinbarung oder diese Handelsverhandlungen eben gezeichnet zwischen den USA und China, aber, und das ist der Punkt, sollte das nicht so kommen, sind die negativen Effekte auf die chinesische Wirtschaft zwangsläufig auch zu berücksichtigen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die australische Wirtschaft. In Verbindung mit einer Zinssenkung von Seiten der RBA oder zumindest mal ein in Aussicht stellen einer solchen, könnte es durchaus sein, dass eben vielleicht sogar diese Flash Crash Tiefs nochmal angelaufen werden. Derzeit sieht es nicht danach aus. Also derzeit sieht es eher nach einer Attacke aus. Hier auf dem Bereich 72, 72, 30. Und wenn wir den zurückerobern, sind weitere Aufschläge denkbar, die uns auch zügig bis in den Bereich um 73, 80 bis 74 dann in den Folgetagen führen könnten. Aber man sollte es meiner Meinung nach auf dem Schirm haben, dass das auch anders kommen könnte und zweitens, als man denkt. Und spätestens, wenn wir zurückrutschen unter die 70, 80, 71, in Verbindung mit einem fundamentalen Treiber, expansiver RBA und dergleichen, wäre durchaus denkbar, dass da nochmal Verkaufsdruck eben tatsächlich aufkommt. So, das wäre es meinerseits gewesen.